wurde schon angezeigt. Endlich. Ich kann auch nicht mehr sitzen. Ich kann auch nicht mehr fahren und ich bin müde. Aber gleich sind wir da. Khaosok National Park. 77 Kilometer Khaosok National Park. Leicht links abbiegen. Guten Morgen. Morgen. Es ist 7.15 Uhr, Tag 2 im Khaosok Nationalpark und wir sind schon seit 5.30 Uhr wach. Richtig. Er hat mich aufgeweckt, natürlich. Hinter uns ist schon so einiges los. Die Affen sind schon da und schmeißen einige Früchte ins Wasser von den Bäumen. Und ansonsten überall liegt ein wenig Nebel. Es ist ein bisschen gespenstisch, aber sehr, sehr schön. Warte mal, zeig's Ihnen mal. Zeig mal rum. Hallo und willkommen bei unserem Video. Wir möchten uns erstmal für die Pfeifgeräusche des Dschungels entschuldigen. Daher haben wir das Intro später aufgenommen und wie ihr seht im Hintergrund, wir haben euch einen Ersatzdschungel besorgt. Wir waren im Khaosok Nationalpark. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich das richtig formuliere. Ich sage immer alles falsch. Und wir sind dahin gefahren, eigentlich durchgefahren von Hua Hin sind wir, das war unsere allererste Station, und sind dort in ein sehr schönes Hotel, die Bliss Lodge Boutique Hotel, aber das haben wir noch mal erwähnt extra für euch. Und May, die Inhaberin, hat uns sehr, sehr gut aufgenommen. Genau, und wir hatten quasi zwei Tage Dschungelfeeling mit Affen, mit einer Dschungelflussbootstour. Ich glaube, das war's mit dem Intro. Das war's mit dem Intro, wir erzählen euch nachher im Resümee genau. Mehr. Bis dann. Viel Spaß, tschüss. Achtung, hier wackelt es, bis sie ist abgebrochen. Okay. Ja, so. Ja. Ein kleiner Eindruck von unseren Freunden, die wir heute hoffentlich noch mehr sehen. Und der große Freund läuft drinnen weg. Alles gut. Alles gut, Thomas. Gib mal. Die habe ich schon. Thomas, unser Boot wartet. Unser cooler Bootsman ist schon drin. Nu ist unser englischsprachiger Guide, den wir für heute engagiert haben. Und jetzt versuche ich mal ein wenig gut in das Boot hineinzukommen. Nicht lachen. Jetzt, Achtung, Kamera zu dir. Ups, warte. Okay. Da ist Regina und unser Bootsmann und unser Guide.
zum Lunch. Das hier ist ein kleines Bungalowdorf mit einem Restaurant. Und hier nehmen wir jetzt unseren Lunch ein. Man kann hier auch übernachten. Ich habe nur keine Ahnung, was die Preise sind oder der Komfort. Darüber kann ich euch leider gar nichts sagen. Wir sind hier nun in Plein Plei Resort. Das bedeutet auf Deutsch Enjoy. Komm her und enjoy, also genieße es. Wir hatten ein unglaubliches Mittagessen. Es sah toll aus, es tut mir leid, ich habe zu spät dran gedacht. Ich hätte es vorher aufnehmen sollen. Wir hatten selbst verschiedene Arten. Wir hatten ein Curry mit Chicken, Reis, leckeres Gemüse, eine süß-saure, etwas schärfere Soße. Aber das Tollste, das war das hier, dieser Fisch. Das war einfach nur toll gewesen. Schmeckte enorm, leider passt nicht mehr rein. Und wir werden jetzt ein wenig schwimmen gehen. Hier. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr kommen wollt. Das sind die Bungalows, in denen kann man übernachten. Schaut euch um. Sehr freundlich, sehr liebevoll und sehr gerichtet. Natürlich in der Hochsaison wird sehr viel sein. Natürlich müssen wir unbedingt die Drohne fliegen lassen, wenn wir schon hier sind. Wir werden Fahrt aufnehmen. Los geht's. Kasop National Park von oben. Guten Flug. Du, Thomas, was ich dich noch fragen wollte, hallo? Kommt er wieder hoch oder hat er eine Meerjungfrau gefunden? Er ist wieder da. Ich schwimme mal zu dem Seil. Okay. Es ist eine unglaubliche Szenerie und Leute, es ist fast schon ein bisschen gespenstisch. Ich komme hier vor wie in einer Filmstadt. Sehr wahrscheinlich, weil einfach keinerlei Touristen da sind, weil die einzigen Gäste hier sind und es alles nur für uns ist. Jeder ist wahnsinnig höflich, freundlich. Das Wetter spielt mit, wir haben Schäfchenwolken. Die Sonne taucht ab und an wieder auf. Ein perfekter Tag mit 36 Grad. Heute ist der 9. März 2021. So,
gutes Resümee zum Kausock Nationalpark. Also, ich bin begeistert. Ich bin zwar wirklich keine Dschungelqueen, werde ich auch niemals werden, aber das war mal etwas Außergewöhnliches. Dieses Bliss Lodge Boutique Hotel liegt wunderschön, direkt an einem Fluss gelegen, und wir nutzten das an einem Tag, das habt ihr dann auch schon gerade gesehen, dass wir uns ein Kanu gemietet haben und sind raus, und direkt hinter der ersten Biegung stand ein wilder Elefant, den wir etwas gestört haben, der war auch nicht besonders amused, sag ich mal, also der war gar nicht begeistert. Tina in Lebensgefahr. Hallo, hallo, und er hätte mich nicht gerettet, er wäre der Erste gewesen, der weggerannt wäre, und ich hätte in dem Boot gehockt, also ehrlich gesagt, ich finde Elefanten toll, ich liebe sie, besonders die Babyelefanten. Der aber war wohl schon ausgewachsen, wie auch unser Bootsführer gesagt hatte. Also ja, ich durfte da ein bisschen Angst haben. Komm. Würdest du es denn empfehlen? Absolut. Absolut. Und auch dieses Hotel, absolut. Und wir hatten das auch in anderen Social-Media-Formen schon mal drin gehabt. Und viele Leute haben gesagt, Mensch, das nächste Mal gehe ich lieber dahin, weil keiner fand so das Richtige für sich. Tipp, wir haben das Familienzimmer genommen. Das liegt ganz am Ende von dieser Reihe. Und es ist sehr groß, großzügig so geschnitten. Das Badezimmer toll, alle Annehmlichkeiten vorhanden. Und es ist halt ein bisschen größer als alle anderen. Also das empfehlen wir euch für ein paar hundert Baht nur mehr. Genau. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und abonniert uns. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.